welch schöne Überraschung, Ezio. Es gibt viel zu erzählen. Morgen um die Zeit könnte ich schon tot sein. Besteht diese Gefahr denn? Wir hörten, dass die Byzantiner einen Einbruch in den Topkapi-Palast planen. Nun, da Prinz Süleyman zurück ist von seiner Hadsch. Wenn sie zuschlagen, dann heute Nacht bei der Kulturausstellung, die der Prinz veranstaltet. Wie lautet der Plan? Kardeşim, das ist nicht euer Kampf. Verstrickt euch nicht auch noch in osmanische Angelegenheiten. Die Byzantiner fanden einen Schlüssel unter Topkapi und ich möchte wissen, wie. Ezio, wir beschützen unseren Şehzade. Wir verhören ihn doch nicht. Vertraut mir, Yusuf. Sagt mir nur, wohin ich gehen soll. Topkapis Haupttor. Wir wollen uns als Künstler verkleiden und einfach reingehen. Ich suche mir eine Verkleidung und treffe euch dort. Der hält sich für eine Bergziege. Aus Italien? Nun, das kann ja heiter werden. Ein edler Mann vor mächtigen Herrn, beschützet er die Arme. Eure Wunden, edler Herr, sollen nicht vergebens sein, denn unser Herz und manchmal mehr gehört nur euch allein. Heldenglück erhalt, o Herr, und spielt er erst sein Blatt.
Er Böses mit der Wurzel zieht und Wachen setzt Schachmatt. Ich sehe lächerlich aus. Ich fühle mich lächerlich. Meine Klinge wäre zu auffällig in diesem Aufzug. Habt ihr Waffen? Messelle de Ile. Ihr markiert Ziele und wir schalten sie dann aus. Ihr vermögt darauf zu spielen? Ich lernte ein paar Akkorde, als ich jung war. Wann wart ihr denn jung? Cesare. Zu diesem Hof habt ihr keinen Zutritt. Dreht um und geht weiter. Perdonate, Monsignore. Wir sind die Unterhaltung für den Abend. Jeder alte Narr kann ein Instrument tragen. Verschwindet! In Forli traf ich eine Frau und liebte ihr sie klingt im wie Liegen. Eine sterbende Kasse. Sie sprach jetzt Zahl und macht dich fort. Doch mir war's ein Was Vergnügen. Ist das? Konstantinie, ich flehe dich an. Byzanz muss weiterleben. Dreht Konstantin in Graz sich um. Hat Stambul nichts zu geben. Pekala, geh hinein und halt den Gästen auf die Nerven. Ihr macht mein Herz vibrieren. Doch halt dich fern der Mädchen Roms, sonst brennst beim Urinieren. Ich glaub es nicht, ich steh und sing, verschwende meine Zeit. Doch ihr, die ihr da sitzt und grinst, kein Geschmacke weit und breit. Keiner kann verstehen, was ich so Tag für Tag erleid. Denn wer für launig Herrn singt, ist schnell dem Tod geweiht. Schockgüse, tanzen Sie! Rodrigo war einst noch nicht Papst, doch stets der Sünd geneigt. Und kaum dem heiligen Stuhl besetzt, der Sündenzahl noch steigt. Ich kleide mich als Hofner, spiel Possen hier für die, deren Taten ich verabscheu und durch den Dreck ich zieh. Gotteslob, ihr Frauen und Kinder, zieht ein ins Himmelreich. Gott euch ehret, mächtge Herrn, ach, wie heißet ihr doch gleich. Ein taktlos Musikant bin ich und sing mehr schlecht als recht. Und siehst dort auf der Straße mich gehen, so tritt mir ins Gemächt. Dieser Hof ist sicher. Doch wo finden wir Prinz Sülemann? Folget mir. Ich sing auf Italiano. Also das ist mal ein Auftritt. Süleyman, des Sultans Enkelsohn und Gouverneur von Kefe. Dabei ist er erst 17. Ich traf ihn auf dem Schiff. Er sagte mir, er sei ein Schüler. Und wer ist das? Sein Onkel, Shehzadeh Ahmed, des Sultans Lieblingssohn. Er bereitet sich jetzt schon auf die Übernahme des Sultanats vor. Serefe, Salinija. Kommt, wir haben noch Byzantiner zu finden. Danke für euer Kommen. Thank you.
Mann hieß Duccio, ein Lüstling vor dem Herrn. Ihr spielt und sehr seh ich gut. Ihn, so schlag ich zu, so sehr hab ich ihn gern. Pescalade! 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 Wir unterhalten uns später. Vieri, oh Vieri, ein Pazzi wie's gebot. So toll und wild schön, wie sein Papa und auch genauso tot. Ayere Akshamla, ich hoffe, ihr amüsiert euch gut. Ein zorniger und böser Mann der Doge von Venedig läuft er vor Wut leicht rötlich an, als ich den Mann erledig. Stolz Romana ist die Eisernfrau, die Ruß aus edler Glut. Weckt Inbrunst noch im toten Fleisch, selbst Steine spüren die Wut. Was alles hilft dem Heil der Welt, ich staune meinerseits. Wie grad das Spielen dieser Laut es ist schön, und des reimend Wortes Reiz. Jung Cesare, das sagte er, stirbt nie durch Menschenhand. Drum warf ich ihn hoch durch die Luft, quer durch das ganze Land. Suikaste, Suikaste! Räumt diesen Hof! Cesare Süleyman, Entdeckung! Hinterher! Ezio! Ich bin erleichtert, euch wiederzusehen. Mio bel menestrello. Habe ich das richtig gesagt? Gut genug. Ich hörte, dass ihr auch Gouverneur seid. Gibt es etwas, das ihr nicht tut? Ich rede nicht mit Fremden. Ich bin Süleyman. Ezio Auditore. Cesare, wurdet ihr verletzt? Wer ist euer Hauptmann, Soldat? Tariq Baletti. Er ist zurzeit unterwegs. Beseitigt die Leiche und schickt die Gäste heim. Und dann ruft Tariq zum Divan. Was ist denn, Cesare? Tariq Baletti ist ein Hauptmann des Janitscharen-Korps, der Elitetruppe des Sultans. Sie bewachen den Sultan, aber nicht die Familie? Nicht sehr gut, offenbar. Ezio, könnt ihr etwas Zeit erübrigen? Ich würde gerne eure Meinung hören. Das geht, sobald ich diese Kleider los bin. Güzel, kommt, wenn ihr soweit seid.
Anfang war es nicht leicht. Was macht der denn da? Nette Vorstellung, doch was soll das? Danke, dass ihr meine Dienste in Anspruch nehmt.